Sehr geil. Dann wollen wir auch die andere Seite auch mal auschecken. Baby! Oh fuck! Oh, no. Komm, Kamera heil, das ist das Wichtigste. Alles gut? Hier. Baby! Ich kann dich nicht halten! Okay, warte mal. Bei der Kamera ist nichts passiert. Nee. Das ist das Erste, was du rettest. Ja, yeah, die hochgehalten. Arm gebrochen. Ich hab's übrigens auf Film. Hast du es wirklich? So, ich nehme jetzt das Lumetri Color Video auf und dafür benutze ich das Rode NT-USB. Und zwar zum allerersten Mal werde ich das jetzt benutzen. Hey Leute und willkommen in Mike's Edit Suite. Heute möchte ich euch ein richtig mächtiges Color Grading Tool vorstellen, womit ihr zum Beispiel aus so flachen Bildern wie dem hier sowas zaubern könnt. Wir sind gerade hier am Skatepark an der EZB und zusammen mit Yassi von der JJ's One Girl Brand auf jeden Fall mal auschecken und wir shooten heute T-Shirts von ihr, aber die Mean Wayne gemacht hat. Und Mean Wayne ist natürlich wieder am Start und zwar mit der Behind-the-Scenes-Kamera. Das heißt, ein paar Ausschnitte kann man vielleicht auch mal hier bei mir sehen. Und wir haben die Keymission 360 am Start mit der 5D. Neues Video jetzt gleich am Drehen. Es ist alles aufgebaut. Hier die Softbox, da die 5D Mark IV und hier die beiden Rode USB-Mikrofone, die ich gleich testen werde und dazu auch ein Video drehen werde. Und zwar das Podcaster und das NT-USB und an zwei Rechnern angeschlossen, damit ich parallel aufnehmen kann den Ton von diesem Mikrofon. Aber du kommst auch einfach ins Design. Ich bin heute im YouTube Space Berlin und zwar halte ich heute einen Vortrag und da steht auch Magic Mike. Da geht es um mich. Nein, Spaß. Ich bin hier beim Bootcamp dabei und mache mit als Teilnehmer und lerne sehr viel. Unter anderem mit hier Daniel von Mutterwoche, Jasmin, Mean Wayne von Mean Wayne und der Patrick, der ist am Buffet. Lost. Am Fressen. Ja, Patrick ist eher uninteressant. Hauptsache ich bin da. Grüß raus an Patrick. Aus dem YouTube Space direkt in Diner an der Route 66. Hier wird ein Cocktail gemixt. Jetzt musst du auch deine Tricks machen, werfen und so weiter. Hast du noch 10 Pfennig? 10 Pfennig? Nein, ja. Hab ich nicht. Hast du nicht? Nein. Ich hätte gerne eins von diesen 20 Jahre alten Kaugummis. Die schmeckt bestimmt. Aber eine Suppe habe ich. Riecht gut. YouTube Space Bootcamp ist vorbei. Zwei Tage Bootcamp im YouTube Space in Berlin und einiges mitgenommen. Jetzt für mich nicht viel Neues, aber mit ein paar coolen Leuten gequatscht, coole Leute wieder gesehen. Mit coolen Leuten hier gewesen. Okay. Was? Und interessante Gespräche geführt. Kann ich jedem empfehlen, ab 10.000 Abonnenten kann man auch hier in solchen YouTube Spaces drehen. Ab 1.000 Abonnenten sind meistens diese Workshops und die sind kostenlos. Also checkt mal aus, in welcher Stadt ihr selbst wohnt und in welcher Stadt das nächste YouTube Space ist, dann könnt ihr das mal auch auschecken. Gerade gegessen und ja, wir haben jetzt Burger gegessen. Prank ich hier einfach mal. Nein, hier wird nicht geprankt. Hast du das riesen Nutella-Glas gesehen? Ja, ich hab's gesehen, aber ich war nicht so fasziniert davon wie du. Habt ihr das Nutella-Glas gesehen?